Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Danke für dein Einschalten. Vielen Dank für dein Abo, Like und Kommentar im Vorwege. Das freut mich natürlich sehr. Und all diejenigen, die neu dazugekommen sind, herzlich willkommen auf meinem Kanal und vielen Dank, dass du meinen Kanal ins Wachstum bringst. Ja, lass uns mal gucken, was wir heute für eine Botschaft haben. Ich hoffe natürlich diesmal keine Katastrophe. Ich glaube, hier darf sich mal jetzt echt was anderes zeigen, mal eine andere Energie. Das hat sich ja echt ganz schön aufgebaut. Und hoffe mal, dass wir jetzt hier mal vielleicht ja, was anderes zu hören bekommen können. Du weißt, das ist eine allgemeine Legung. Du kannst mit einer Resonanz gehen, musst es aber nicht. Es ist sehr selten, dass du wirklich von vorne bis hinten mit einer Legung komplett resonierst. Die meisten gehen nur mit einem kleinen Teilbereich. Synchron heißt, dass dann hier nur ein wichtiger Impuls für dich dabei ist, den du mitnehmen darfst und den Rest lässt du bitte einmal weg, weil das würde dich dann nur verunsichern. Es kann sein, dass du dich im gegenüberliegenden Part wiederfindest, ja, dass die Rollen hier einmal vertauscht sind. Und es kann aber auch sein, dass du überhaupt gar nichts mit der Legung anfangen kannst. Dann lass es auch bitte, dann ist die Legung nicht für dich bestimmt, sondern für wen anders. Ja, ich lege heute aus mit dem Golden Toy. Oh Gott, Golden Foil Tarot. Bin schon mal gespannt, was sich hier zeigt. So sieht das aus. Was haben wir hier? Die drei Kelche. Na dann. Sehr schönes Kartendeck. Oh Gott. Sehr schönes Kartendeck, das aber verdammt rutschig ist. Das muss ich schon sagen. Also die gleiten hier einem aus der Hand. Das ist echt... Oh Gott, siehst du, schon geht das Chaos hier los. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Guck mal hier, ne, Justice, na dann, Justice, der Herrscher und, die Gerechtigkeit, eieiei. Ja, hier knallt's, oder hat geknallt. So, lass uns mal gucken, was wir hier für eine Botschaft bekommen. Und bitte um eine, ach Gott, klare Botschaft aus der geistigen Welt, was dürfen wir hier wissen, wer darf angesprochen werden? Wer darf denn hier jetzt, die sind eben gerade, ach nee, Quatsch, das sind die Federstäbe. Oh Mann, ich muss hier echt mal nochmal kurz mischen. Wer darf angesprochen werden? Oh nee, das geht gar nicht, die sind so rutschig. Ich kann hier noch nicht mal vernünftig mischen hier. Ja schon, aber der ganze Deck fliegt mir hier um die Ohren. Oh Gott, warte mal, ich hab's gleich. So, gut, ich muss es ein bisschen anders machen. Wer darf angesprochen werden? Liebe lichte geistige Welt, ich bitte euch um eine Botschaft. Wer darf heute angesprochen werden? Worum geht es? Was gibt es zu erzählen? Was ist jetzt wichtig? Dankeschön. Oh. Ja. Ah, die sind mir gerade auch schon mal gekommen, Federstäbe. So, jetzt brauche ich aber hier nochmal Klärung. Das ist mir hier jetzt ein bisschen zu wirr. Was ist das da? Was ist, sag mal. Ich habe es noch nicht mal ausgesprochen. So, was ist das mit dem Teufel? Was
Weil das hier mit dem Teufel zu tun, was ist da los? Oh, die Herrscherin. Aha. Oder Herrscher. Okay. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen baff. Es könnte ja so schön sein. Es könnte so schön sein, aber ich brauche bitte noch mal ein. Was verbindet den Herrscher und die Herrscherin? Was verbindet die beiden? Dankeschön. Die fünf der Schwerter. Das verbindet euch also. Ja. Mann und Frau, ist klar. Fünfter Schwerter in Bezug auf was? Dankeschön. Die Zehner Münzen. Oh. Okay. Ja, oh, ich glaub's nicht. Auch den Teufel. So, was ist denn hier los? Was ist denn hier bei euch beiden passiert? Ich habe da jetzt schon den Teufel geklärt. Ich muss jetzt hier aber auch noch mal den Teufel klären. Sag mal, was hat es jetzt hier mit dem Teufel auf sich? Worum geht es hier bei dem anderen Teufel? Ja, das reicht mir nicht. Ich brauche bitte einmal eine klare Ansage von euch da oben. Ist der Teufel eine Person? Nein, ein Aufbruch schweren Herzens. Höchstwahrscheinlich von einer Person. Oh, hier ist er auch wieder, der Herrscher, Rat des Schicksals und die Liebenden. Gut. Nehme ich jetzt mal hier so mit, lasse ich erstmal so stehen. Und hier haben wir die Welt. Ein neuer Zyklus soll beginnen. Naja, also was haben wir denn hier Schönes? Ja, das ist hier irgendwie wieder so eine Energie. Also wenn du in den letzten Legungen resoniert hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch mit dabei sein. Also zumindest dein Sternzeichen. Ich werde es ja sehen. Aber das geht hier wirklich um ein Traumpaar, ein Dreamteam. Ich habe den Herrscher und die Herrscherin, also das ist hier ein Pärchen. Das ist, ja, ihr beide könntet hier die Weltherrschaft an euch reißen. Ihr könntet hier so viel haben, ihr könntet so viel machen. Ihr hättet, also wirklich, die Welt würde euch zu Füßen liegen, die Welt würde euch offen stehen, die Welt, ihr hättet hier so viel Potenzial. Ich sage das ganz bewusst, dass ihr Potenzial hättet, weil hier ist irgendwas passiert zwischen euch beiden. Ihr hättet wirklich hier alles haben können miteinander. Alles. Ich habe gefragt, was verbindet den Herrscher und die Herrscherin miteinander? Da haben wir die fünfter Schwerter. Fünfter Schwerter. Habt ihr euch in eurer Verbindung damals gegenseitig die Köpfe eingeschlagen? Gab es viel Diskussionen, Streit? Man hat über sehr viel nachgedacht und das war schon so prägnant, dass man darüber sich den Kopf zerbrochen hat. Man hat sich hier sehr, sehr viel den Kopf zerbrochen. Oder aber es ist jetzt so, jemand fängt an, sich hier den Kopf zu zerbrechen und denkt und denkt und denkt und denkt und merkt aber nicht, dass man durch das ganze Überlegen auch alles zerdenken könnte. Hier ist jetzt eine Angelegenheit, jemand erinnert sich hier an dich. Jemand erinnert sich hier an dich, an eure gemeinsame Vergangenheit, an eure Zeiten, die ihr hattet, was ihr miteinander wie ihr miteinander verbunden wart, was ihr euch aufgebaut habt, was ihr zusammen erlebt habt, in guten wie in schlechten Zeiten. Darüber denkt man hier jetzt nach. Und das zerbricht einem der Kopf. Und bei jemandem tut auch schon wirklich der Schädel weh. Also es tut hier schon weh im Kopf, wenn man so dermaßen darüber nachdenkt. Und hier geht es auch jemandem unterdessen nicht gut. Hier geht es jemandem nicht gut, wenn man an dich denkt.
Du musst mal gucken, wie es passend und stimmig ist. Es kann auch sein, dass du dich in der gegenüberliegenden Position wiederfindest. Männer, ihr münzt das bitte einmal auf eure eigene Situation dann dementsprechend um. Ne? Ja, das ist hier, ich sehe hier auch eine Trennung. Ihr seid hier nicht mehr zusammen. Ihr habt eine Vergangenheit erlebt. Ja, ihr wart schon irgendwie, ja, Herrscher und Herrscherin steht auch für ein Ehepaar. Vielleicht wart ihr ja auch verheiratet, verlobt oder hattet das irgendwann mal im Gespräch gehabt, dass ihr heiraten wolltet. Ihr wolltet hier auch mit den Zehnermünzen irgendwas aufbauen. Ihr wolltet etwas erreichen. Zehnermünzen, das ist innerlicher und äußerlicher Reichtum. Man hat hier wirklich alles. Man hat Fülle, man hat Wohlstand, man hat Zufriedenheit, man hat Harmonie. Vielleicht war es bei euch beiden nachher zum Schluss mal nicht so harmonisch. Das sieht man hier auch mit den Fünfter Schwerter. Ne? Irgendetwas ist hier ja den Bach runtergegangen. Irgendetwas hat sich als, ja, hat sich irgendwie nicht so entwickelt, wie sich das eigentlich hätte entwickeln können oder sollen. Man hat sich das hier vorgestellt. Du hast dir das vorgestellt, er hat sich das vorgestellt, ihr beide vielleicht sogar auch. Und das ist aber nicht zustande gekommen. Es ist ja einfach nicht zustande gekommen. Weil irgendeine Angelegenheit dazwischen kam, die bei euch beiden für ein Aus gesorgt hat. Na, es ist dann bei euch beiden zu Ende gegangen. Und nun ist es so, dass man in dir oder in eurer Verbindung etwas sieht, das man irgendwie ja, mit der Zeit nicht gehabt hatte. Also das ist jetzt egal, auf was das jetzt bezogen ist. Ob das jetzt mit einer anderen Person ist, ob das jetzt mit dem Lebensstil zu tun hat, ob das jetzt mit dem Status zu tun hat. Das, was man mit dir hatte, hat man jetzt nicht mehr. Das kann sein, dass du hier auf den Gegenüber schaust, der anderweitig vergeben ist. Und nun ist es so, dass dein Gegenüber anfängt, sich an dich zu erinnern. Er schwelgt in Erinnerung an eure gemeinsame Vergangenheit und ihm wird hier jetzt wirklich mehr und mehr bewusst, was man alles an dir gehabt hatte. Und das zerbricht ihm hier jetzt wirklich den Kopf. Der hat Gewissensbisse. Scheiße, was habe ich da angestellt? Ich hätte doch so viel mit dir haben können und habe es hier irgendwie aufs Spiel gesetzt. Man hat hier irgendwas aufs Spiel gesetzt. Man hat die Verbindung zu dir beendet, eure Beziehung wurde beendet, vielleicht hat man die Scheidung eingereicht, weil man hier bei dir dachte, man könnte nichts mehr holen. Hier sei nichts mehr Erfüllbares, kein Potenzial, keine Ressourcen, womit man noch arbeiten kann, um für die Zukunft irgendwie vorzusorgen, sage ich jetzt mal. Ne? Und das wird hier jemandem bewusst, weil jemand fängt hier jetzt sein Umdenken an. Jemand denkt jetzt anders über dich. Ich weiß nicht, was bei ihm passiert ist. Es kann ja sein, dass er da jemanden kennengelernt hat, in eine Beziehung gegangen ist und diese Frau oder dieser Mann, dem dein Gegenüber jetzt an der Seite hat, spiegelt ihm etwas ganz, ganz anderes auf. Nur mit dir war das irgendwie ganz, ganz anders, besser. Hier, mit dir war es einfach die Zehner Münzen. Wohlstand, Fülle, Harmonie, Zufriedenheit, Gelassenheit, Spaß haben. Guckt euch mal hier diese beiden an. Die gucken sich an und lächeln sich an. Vielleicht gibt es das auch nicht mehr bei den anderen beiden. Ja, das hat alles sozusagen in umgekehrter Lage, also eher im negativen Sinne gedeutet dann. Ne? Verluste, Ängste, Sorgen, Kummer, Streit. Guck mal, das hätte man hier alles mit dir haben können. Man hat eure Beziehung aufs Spiel gesetzt, weil man hier vielleicht eine unüberlegte Entscheidung getroffen hat, die man jetzt anfängt zu bereuen. Man bereut es hier. Man bereut das und ich sehe auch, man hat sich irgendwie an, also die erste Reihe, Zehner Schwerter, Ritter der Stäbe und der Teufel. Es tut mir leid, ich sage es so, wie es ist. Der Gedankengang, also das sind die Gedankengänge, die Gefühle und die nächsten Schritte. Man denkt hier, man hat in der Vergangenheit nicht positiv über dich gedacht. Das muss ich sagen. Man hatte keine so schönen Gedankengänge in deine Richtung. Man hat gedacht, es ist irgendwie wie so ein Zwang. Man muss bei dir bleiben, weil es hier irgendwie nicht anders geht. Denn wenn man bei dir bleibt, wenn man bei dir bleibt und sich, also wenn man sich nicht von dir trennt, dann das ist irgendwie hier so ein Ritt ins Verderben. Man dachte über dich wirklich, du bist ein Ritt ins Verderben. Es tut mir leid. Ich weiß, sowas will man hier nicht hören. Und bitte schreibt mir jetzt nicht unter die Kommentare, ich sei so unempathisch und ich muss doch hier ein bisschen sensibler sein. Ich sag's so, wie es ist, denn es bringt euch nichts, wenn ich hier so eine Scheiße schönrede. Schönrederei gibt es woanders, ja, aber ich mach's nicht. Ich sag's so, wie es hier liegt.
Und du musst auch mal bedenken, es ist in der Vergangenheitsposition. Ja, das war einmal. Jeder ist in einer anderen Situation und nicht jeder ist perfekt. Du hattest wahrscheinlich auch einen kleinen Teilschuh gehabt. Deswegen spart euch bitte diese Kommentare. Ne? Aber hier ist es jetzt wirklich so, jemand hat sehr, sehr schlecht über dich gedacht. Du bist hier als Teufel erschienen. Du wolltest jemanden abhängig machen, gefügig machen. Du wolltest jemanden hier dazu bringen, dass man sich von dir nicht ablösen kann. Du wolltest jemanden an dich binden, dass er hier dauerhaft bei dir bleibt. Und jemand dachte hier, das ist ein sehr taktischer, schlauer und ausgeklügelter Plan, damit man hier von dir nicht loskommt. Damit man von dir hier einfach nicht loskommt. Jemand hat aber auch, also dein Gegenüber hat hier gedacht, du willst ihn hier wirklich ins Verderben reiten. Punkt. Das ist das, was man über dich gedacht hat in der Vergangenheit. Gegenwärtig sieht es jetzt ja hier so aus. Das ist hier diese gegenwärtige Reaktion, dass man hier ganz falsch von dir gedacht hat, weil man hier wen anders kennengelernt hat und diese andere Person, die dein Gegenüber, auf die dein Gegenüber hier getroffen ist, hat ihm oder ihr den wahren Teufel gespiegelt. Das bist nicht du, du bist die Herrscherin. Du bist eine wahnsinnig tolle Frau. Lass dich jetzt bitte nicht von dem beeinflussen, was ich hier jetzt rausgebe. Ja? Aber ich sage so, wie es ist, weil was bringt es hier, wenn ich irgendeinen Scheiß erzähle, der hier noch nicht einmal der Wahrheit entspricht? Über mich ist auch sowas gedacht worden. Ja? Aber ich lasse mich davon nicht tangieren, weil das ist schon Jahre her. Und ist mir jetzt auch egal. Lass dich davon bitte nicht beeinflussen. Das kann passieren, aber bitte schirme dich davon ab. Jetzt denkt man aber ganz anders über dich. Ja, du bist hier die Herrscherin, du bist eine wahnsinnig tolle Frau, eine Frau mit Potenzial, eine Frau mit Ressourcen, du hast die Zügel in der Hand, du baust dir etwas auf aus eigener Kraft. Du bist deine eigene Schöpferin, du bist dein eigener Schöpfer. Und du musst dich hier nicht von anderen abhängig machen, um das zu erreichen, was du möchtest. Das ist aber genau das, was man hier über dich gedacht hat. Dass du jemanden an dich binden wolltest, um etwas zu erreichen über andere. Ne? Aber nun hat man irgendwie erkannt, du hast hier irgendwen, wie auch immer es sein mag, das Gegenteil bewiesen und hast hier gezeigt, dass du dich nicht von anderen irgendwie abhängig machen lassen musst, um etwas zu bekommen, was du willst. Oder was du möchtest, was du anstrebst, wonach du träumst einfach, ne? Ja, und hier hat jemand jetzt echt Gewissensbisse. Hier ist ein Mann, die hat oder er hat wirklich große Gewissensbisse in deine Richtung, kann sich gar nicht vorstellen, wie man hier so eine Scheiße über dich nur denken konnte. Man zeigt Reue. Es ist auch irgendwie so ein es tut mir leid. Es tut mir leid in deine Richtung, dass man hier so etwas gedacht hat. Ja, vielleicht hat man dir das auch gesagt. Und hier ist es jetzt so, dass man sich dafür entschuldigen möchte. Dass man so eine verkehrte Denkweise dir gegenüber hatte. Und dass man jetzt aber ganz anders über dich denkt. Na? Auf der Gefühlsebene ist es hier irgendwie drei Schwerter, sechs der Kelche und die sieben der Münzen. Also ich weiß wirklich nicht, was bei euch passiert ist. Also es muss ja echt eine Angelegenheit sein, die hier so dermaßen ins Fleisch reingeschnitten hat, dass die Angelegenheit hier irgendwie schwer zu verdauen war, schwer zu verarbeiten war. Hier muss wirklich irgendwas geschehen sein. Hier ist irgendwie, ja, vielleicht hast du in deinem Gegenüber irgendetwas Großes gesehen. Vielleicht wolltet ihr auch heiraten. Ja, man hat hier irgendwie Versprechungen gemacht, worauf du aufgebaut hast. Du hast Vertrauen gehabt, dass das auch so kommt. Du hattest irgendwie auch gar keinen Zweifel gehabt, dass man hier irgendwie anders über dich dachte. Aber irgendwie kam dann der Umkehrschluss. Irgendwie kam dann hier, also so eine Art Retourkutsche. Irgendwie ist was passiert, es kann Streit sein, irgendwas ist aufgekommen, aufgeploppt. Man hat hier irgendwie voll das Gegenteil an den Kopf geknallt. Und das Prekäre an der ganzen Angelegenheit ist einfach, dass man das ernst gemeint hat, was man dir gesagt hat. Dein Gegenüber, als man dir das gesagt hat im Streit, da hat er nicht gelogen. Der war schon ehrlich und das hat dir hier wirklich das Genick gebrochen. Also 10er-Schwerter und 3er-Schwerter. Also das war hier wirklich ein dreifacher bzw. ein zehnfacher Stich ins Herz, was man dir hier gesagt hat. Weil du hast ganz anders über dein Gegenüber gedacht. Du hattest Hoffnung, Hoffnung für die Zukunft. Und er kam dann mit so einer Scheiße um die Ecke und hat dich hier mit etwas konfrontiert,
womit du hier einfach nicht gerechnet hast, dass er hier wirklich so über dich dachte, weil er sich dir gegenüber ganz anders gezeigt hat und präsentiert hat. Und das war das Fatale, das war dieses Teufelsmäßige hier einfach, ne? Dass man sich nicht so gegeben hat, wie man eigentlich wirklich ist, dass man hier keinen reinen Tisch gemacht hat, dass man nicht gesagt hat, was Sache ist, dass man nicht über seine wahren Gefühle gesprochen hat, über seine wahren Gedankengänge und hat das Ganze einfach nur unterdrückt und verschluckt. Ja, und dann, als ihr euch mal irgendwie gestritten habt, kam das Ganze dann auf und das hat dann das hier mit dir gemacht. Die 10 Schwerter. Guck mal. Blutend und weinend lagst du auf dem Boden. Als er ausgeteilt hat, musstest du einstecken für etwas, für das du nichts konntest. Das ist traurig. Das ist sehr traurig. Ne? Und Drei der Schwerter, ja, das sieht man hier auch schon, ne, was es mit dir dann im Endeffekt noch zusätzlich gemacht hat. Also nicht nur die Energie der 10er Schwerter hatte ich hier so dermaßen niedergestreckt, sondern auch das hier, die 3er der Schwerter. Ne? Liebeskummer, Herzschmerz, also du bist hier, du bist irgendwie innerlich zerrissen gewesen. Du bist so zerrissen gewesen, das hat dir hier auch wirklich den Boden oder den Füßen weggenommen, ne. Und das ist auch eine Angelegenheit, die vergisst du hier irgendwie nicht. Das kannst du irgendwie nicht vergessen, weil das so, weil sich das so sehr bei dir eingebrannt hat, weil du dadurch so gebrandmarkt wurdest, darfst du dich irgendwie immer und immer wieder daran zurückerinnerst, weil das war auch eine Angelegenheit, die kam plötzlich, die kam schnell, die kam spontan. Damit hast du überhaupt nicht gerechnet. Eben weil du damit nicht gerechnet hast, kam das erst recht hier 10-fach schlimmer und hat dich dementsprechend auch, ja, auf den Boden gedrückt, ne? Und du erinnerst dich auch immer und immer wieder daran, ne? Also ich kriege das eher hier so als allgemeine Energie ran, ja? Ich dachte ja erst, es sind so seine Gedanken, seine Gefühle und die nächsten Schritte. Nee, das ist es nicht. Das ist eher so, so eine Mischmasch-Energie hier, ja? Du bist dabei und er auch. Ihr seid hier irgendwie beide in diesem Kartenblatt. Eure Energien sind hier im Kartenblatt mit drin, ne? Und deswegen deute ich das jetzt ein bisschen um. Ich sehe wirklich, es geht hier mehr um dich, ja. Ich sehe ja auch wirklich, du erinnerst dich immer und immer wieder daran, an diese Angelegenheit. Es kann sein, dass es schon sehr lange her ist oder dass ihr eine sehr lange Zeit zusammen wart. Und du versuchst aber schon seit einiger Zeit, diese Herzschmerzverletzung, diesen Kummer, diese, ja, einfach nur diese Wunde, die entstanden ist, zu heilen. Du versuchst das zu heilen, du versuchst es auch zu vergessen, aber irgendwie klappt das nicht so ganz, ne? Weil du hier immer und immer wieder an dieses Negative, was damit verbunden ist, erinnert wirst und versuchst das Ganze hier auch wirklich anzugehen, anzupacken. Also entweder braucht es noch seine Zeit, bis das hier wirklich geheilt ist, oder aber du bist schon eine sehr lange Zeit dabei, um diese Thematik zu heilen. Aber die geht irgendwie nicht weg, weil du immer und immer wieder erinnert wirst. Diese Erinnerung, die kannst du nicht loslassen. Diese Erinnerung, war das eben so, so schmerzhaft und so plötzlich war das. Es ist echt, du hast damit wirklich nicht gerechnet. Und auf einmal knallt man dir so einen Scheiß um die Ohren. Das hat was mit dir gemacht. Das hat wirklich etwas mit dir gemacht. Das hat dich wirklich sehr gebrandmarkt, sehr verletzt, schwer verletzt. Das weiß er im Übrigen auch, was er hier mit dir gemacht hat. Das weiß er. Und deswegen hat er hier auch selber diese Gewissensbisse. Ich weiß, es ist jetzt kein Trost für dich, ne? Wenn ich sehe, was man dir hier angetan hat, ist es wahrscheinlich nur ein kleiner Trost. Ja, aber du darfst es jetzt wissen, ich gebe es dir raus. Du machst ja sowieso mit der Legung das, was du möchtest und nimmst auch nur das mit, was du willst. Was du im Endeffekt damit machst, ist dir überlassen. Aber ich erwähne es einfach nur nochmal, ja. Und ich sehe auch, dass er hier irgendwie gewillt ist, diese Angelegenheit, die man dir hier angetan hat, irgendwie in einen Ausgleich zu bringen. Man möchte sich hier irgendwie mit einem gewissen Angebot bei dir entschuldigen. Man möchte hier die Chance ergreifen, hier wieder das Ruder rumzureißen, um hier eine positive Entwicklung in eurer Situation nochmal anzustreben. Es kann sein, dass ihr hier wirklich schon sehr lange auseinander seid, ja? Also das kann wirklich sein, dass ihr hier schon, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre nichts mehr miteinander zu tun gehabt hattet. Vielleicht nur so sporadischen Kontakt, vielleicht auch gar keinen Kontakt. Es gilt hier jetzt wirklich an diejenigen, die eine Vergangenheit miteinander haben, die schon mal zusammen waren, zusammen gewohnt haben, verheiratet waren, was auch immer. Oder es war im Gespräch gewesen. Und auch wenn ihr hier jetzt wirklich schon eine sehr lange Zeit getrennt seid, kommt jetzt diese Erinnerung bei deinem Gegenüber hoch. Es kommt hoch. Du darfst das jetzt wissen. Na?
Und er möchte hier was in den Ausgleich bringen und er weiß, er ist dir hier irgendwas schuldig. Er will dir irgendwas liefern, ein Angebot. Er weiß aber auch, dass er hier nicht irgendwie mit irgendwas um die Ecke kommen kann, sondern er möchte hier irgendwie das hier machen mit dir. Siehst du, er möchte dir hier irgendwie schon einen liebevoll gefüllten Kelch mit einer kleinen Blume, mit einer kleinen Blume entgegenbringen und dir hier irgendwie eine Art Entschuldigung aussprechen. Sinngemäß jetzt aber, ja. Es kann aber wirklich sein, dass du hier irgendwie ein Blümchen bekommst. Das ist das, was er im Sinn hat. Also er möchte hier irgendwie auf dich zugehen, auf dich zukommen. Weiß nur nicht so genau wie. Er weiß aber, es ist unumgänglich. Er möchte das aber. Er möchte das. Es ist nicht dadurch, weil er hier ein schlechtes Gewissen hat und dadurch sein schlechtes Gewissen bereinigen möchte. Doch, das natürlich schon. Aber er möchte ja auch etwas Dauerhaftes haben. Etwas Dauerhaftes, das sich für euch beide auch im Endeffekt lohnt. Ja, er will sich hier entschuldigen. Hier möchte sich jemand wirklich bei dir entschuldigen für das, was in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Und er weiß, dass man das hier nicht einfach so stehen lassen kann. Das kann man hier nicht, das geht nicht. Also man kann das hier nicht offen stehen lassen. Das ist hier irgendwie, ja, man hat sich getrennt, dann hat man irgendwie nie wieder darüber so großartig gesprochen, was da eigentlich vorgefallen ist. Was eigentlich wichtig wäre, um ein klärendes und bereinigendes Gespräch zu haben, damit man vielleicht damit mal abschließen kann. Vielleicht ist es ja genau das, was dir hier fehlt. So ein Abschluss. Ein Gespräch mit deinem Gegenüber, sofern du das möchtest, um diese Sachlage hier zu bereinigen, damit man wirklich loslassen kann. Wird kommen. Hier kommt ein Gespräch rein, ein Angebot. Er wird auf dich zugehen, er wird auf dich zukommen. Er wird dir hier irgendwie... ja, sagen, dass ihm das wirklich leid tut, was da vorgefallen ist, ne? Und ich sehe auch diese Energie, dass man hier auf dich zugehen möchte, die arbeitet schon. Die arbeitet wirklich. Und hier ist auch jemand in seiner vollen Kraft und also hier ist jemand sehr dynamisch unterwegs, sehr dynamisch. Hier ist jemand nicht langsam, nicht lahmarschig. Das ist hier wirklich so eine schnelle Entwicklung. Also es könnte wirklich sein, dass man hier plötzlich mit dem Auto irgendwo vor deiner Haustür steht, bei dir klingelt und sagt, Baby, ich möchte mich jetzt bei dir entschuldigen. Nimmst du meine Entschuldigung an? So eine Energie ist das hier. Guck mal, die Kraft und der Wagen, das sind zwei Arcana-Karten. Ja, mit dem Teufel die dritte. Hier ist eine Dynamik drin. Hier ist wirklich eine Dynamik drin. Vielleicht mag er auch schnelle Autos, Autorennen, was auch immer. Ja, Formel 1, vielleicht so, um dir hier ein bisschen zu helfen, um vielleicht nochmal präzisere Impulse rauszugeben. Vielleicht mag er wirklich sowas, Autos, hat eine Autorennbahn, eine Carrera-Bahn, ich weiß es nicht, guckt Formel 1, Ferrari, keine Ahnung, schnelle Autos. Na, jedenfalls ist es das jetzt nicht, ist nur so ein Nebenimpuls. Hier ist eine schnelle Bewegung drin, eine schnelle Aktivität. Also man will hier auch nichts anbrennen lassen, man möchte schnell auf dich zugehen, schnell auf dich zukommen, weil man weiß, man hat hier schon so viel Zeit ins Land verziehen lassen. Hier schon so viel Zeit verschwendet worden, weil man hier selber nicht in die Pötte gekommen ist, weil man nicht in die Gänge kam, weil man hier auch einfach nicht den Arsch in der Hose hatte, um auf dich zuzugehen. Hier hatte jemand Schiss, hier hatte jemand Angst. Aber nun dreht sich das Blatt postwendend und verdammt schnell. Ja, das wird hier eine Angelegenheit sein, die kommt schnell auf dich zu. Also, und hier haben wir auch nochmal den Page der Stäbe. Ja, Page der Stäbe. Ja, das ist hier so eine Angelegenheit. Wie gesagt, man will hier nichts anbrennen lassen. Hier ist sehr viel Feuer und Leidenschaft bei. Viel Feuer, viel Leidenschaft. Ja, das kann auch sein, dass es genau dieser Antrieb hier ist in deine Richtung. Ja, dass man hier eine Anziehungskraft hat, man findet dich sehr attraktiv. Vielleicht hattet ihr auch wirklich geilen Sex gehabt. Ja, ich sage es so, wie es ist. Ne? Und das lässt hier jemanden nicht los. Das kann man irgendwie nicht vergessen. Und jetzt kommt man hier mit dem ernsten, ich muss auch sagen, der Page der Stäbe ist ernst, mit dem ernsten Angebot. Ach so, das ist der Page. Ach du Scheiße, ja, das ist ein Gigolo. Das ist ein Herrscher in einer Pagenenergie. Der präsentiert sich als Herrscher, ist ja aber ein Page. Also sehr unbelehrt. Ja, das ist irgendwie so ein kindliches Verhalten. Das ist aber seine Masche, die er hier durchsetzen möchte, ja. Das Ganze hier so spielerisch anzugehen, irgendwie so...
nicht so ernst, irgendwie halt mit einer gewissen Harmonie verbunden, um hier ein bisschen mehr eine Leichtigkeit in eurer Verbindung reinzubringen, um dich ja auch irgendwie ein bisschen, ja, nicht anzutriggern, aber irgendwie diese Energie des Pagen, der Stäbe auf dich zu übertragen, dass du hier irgendwie ja ein bisschen lockerer bist, wenn man hier auf dich zugeht, auf dich zukommt, ne? Ja, und ob du willst oder nicht, diese ganze, also er wird auf dich zukommen. Und diese ganze Angelegenheit, die hier ist ja auch wirklich, oder sie, diese ganze Angelegenheit, die ist hier wirklich auch schicksalhaft geführt, ne? Das ist ein Dreamteam, das ist hier Rad des Schicksals. Schicksalhafte Liebe, schicksalhafte Begegnung mit ihm. Das Ganze wird hier nochmal neu hochgefahren. Also hier soll eine neue Runde bei euch beiden stattfinden. Ob du es jetzt selber möchtest oder nicht, wir haben hier noch die 8er Kelche. Das ist ein Aufbruch schweren Herzens. Es kann sein, dass du hier wirklich die Situation verlässt, sollte er auf dich zukommen, weil die Verletzungen einfach zu tief sitzen. Er kommt aber in einer sehr, sehr guten Energie. Ja, er sieht hier sehr viel Potenzial und hofft natürlich auch, dass es hier bei euch beiden nochmal eine zweite Runde geben könnte. Aber ich sehe auch, du könntest hier wirklich die Situation verlassen und sagen, nein. Die Situation ist ja einfach zu schwer. Die war einfach zu hart für mich. Ich gehe. Er versucht dich aber festzuhalten. Er versucht dich hier nicht gehen zu lassen. Also er wird irgendwas noch zusätzlich auf Touren bringen, damit du nicht gehst, damit man hier vielleicht wirklich noch mal eine Chance ausloten kann. Er wird dich hier irgendwie umwerben, umgarnen. Aber das ist hier so eine Angelegenheit. Das sind keine kleinen Dinge. Das ist hier irgendwie schon etwas, das Gewicht hat, etwas, das Tragweite hat. Nur man möchte dich ja auch wirklich von ihm überzeugen, dass das Ganze hier irgendwie doch noch Potenzial haben könnte, damit man hier ja diesen alten Zyklus, der hier war, durch einen neuen Zyklus, der besser werden soll, ersetzen kann. Und der hat wirklich gute Absichten. Das ist ein sehr gefühlvoller Herrscher. Vielleicht hat er, ja, der hat sich ja nicht so präsentiert als gefühlvoller Herrscher. Nun hat sich das Blatt aber gedreht und er hat hier auch irgendwelche Lernaufgaben gemacht und hat sich transformiert und hat sich verändert. Der wird nicht mehr so sein, wie er mal einst war. Das wird er dir aber nicht gleich zeigen, weil er ist ja der Herrscher, ne? Das wird er dir hier nicht gleich sofort zeigen und offenbaren, weil er hier auch ein Stück weit distanziert ist, weil er sich auch damit auseinandersetzt, dass du dann sagst, nein, ich will nicht. Aber er ist hier wirklich gewillt. Er ist wirklich gewillt. Er lässt nichts unversucht, um hier doch irgendwie nochmal das Ruder rumzureißen in deine Richtung. Um hier nochmal eine neue Welt, eine neue Pforte zu eröffnen. Er sieht hier nochmal Potenzial. Er sieht Potenzial und versucht das auch wirklich durchzusetzen, um dich dadurch zu überzeugen. Ja, was du damit machst, das ist natürlich dir selber überlassen. Aber ich sehe, einige, die werden gehen, die sagen, nein, danke, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ne? Ja, dann schau mal, wie es für dich passend und stimmig ist und sei ihr vorgewarnt, dass dein Ex-Mann oder Ex-Freund hier nochmal auf dich zukommt. So, welche Sternzeichen dürfen dann angesprochen, liebe lichte geistige Welt? Also entweder ist es dein Sternzeichen, das Sternzeichen von deinem Gegenüber, oder ihr habt eins dieser Sternzeichen irgendwo in eurer Chart verteilt. Welche Sternzeichen dürfen dann angesprochen werden? Wir haben die Jungfrau. Krebs, ich wusste es. Ich wusste es. Die Waage. Stier. Schütze, Steinbock und unterm Kartendeck haben wir den Widder. So, ja, dann mach das Beste daraus. Ich hoffe, die Legung war dir dienlich. Du konntest den wichtigen Impuls für dich mitnehmen. Ich danke dir für dein Einschalten und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!